Moin, Kuni. Na? Was treibst du? Hast du schon ein paar Hotelgäste gefrühstückt? Ja, ja, ich weiß. Ein Kalbsachs ist dir lieber als das schönste Mädchen bei, was? Aber tröste dich, mir geht's inzwischen auch so. Jammer, Kuni. Man wird alt. Morgen, Herr Buchner. Moin, Karl. Schönes Wetter heute, was? Hat mein Vater schon gefrühstückt? Das glaube ich nicht. Der ist ja schon vor 6 in der Früh runter an die Fischteiche. Und wo ist Jörg? Der bringt die Christa zur Schule. Aha. Und meine Frau ist auch noch nicht aus der Stadt zurück. Ich möchte einmal erleben, dass meine Familie zusammen frühstückt. Fast jeden Morgen sitze ich allein am Tisch. Geh, ruf doch mal den alten Herrn. Der vergisst über seinen Forellen noch essen und trinken. Ja, versuchen kann ich's ja mal. Friedel, gibt's was Neues? Nichts, Herr Buchner. Guten Morgen, Ruth. Na, willst du wenigstens mit mir frühstücken? Klar, ich hab schon Mordshunger, aber ein paar Minuten dauert's noch. Guten Morgen, Schwager Herz. Ich bin gleich wieder da, ja? Ein paar Minuten? Na. Guten Morgen. Guten Morgen. Alles klar? Ja, gut. Guten Morgen. Ach, Herr Buchner. Herr Doktor. So, nicht, dass ich Sie zum Abschied noch mal sehe. Ja, ich muss nun doch schon früher weg. Schon am Nachmittag die erste Sitzung in Bonn. Na ja, so eine Woche geht eben schnell vorbei, nicht? Aber es war wieder so schön bei Ihnen, Herr Buchner. Diese himmlische Ruhe. Also wissen Sie, immer wenn ich so im dicksten Schlamassel stecke, nach diese Parlamentssitzung, dieses Tauziehen in den Ausschüssen und dieser ganze Nervenkrieg, na ja, so. Manchmal glaubt man ja, man ist im Irrenhaus unter Verrückten, nicht? Also dann denke ich, Herrgott, da gibt's doch im Schwarzwald den Forellenhof. Naja, und wenn's gar zu arg wird, dann verkriegst du dich dort für eine Woche und dann bist du wieder ein normaler Mensch. Das ist nett von Ihnen, dass Sie so an uns denken. Aber ich hoffe, Herr Doktor, Sie wollen damit nicht sagen, dass es nur Narren und Verrückte sind, die uns da in Bonn regieren. Gottes Willen, nein, Gottes Willen, das war nur so unter uns, so ganz außerparlamentarisch, nicht wahr? Ja, dann wünsche ich Ihnen eine gute Reise. Danke. Und Herr Doktor, wenn Sie wieder in Ihrem steuerpolitischen Ausschuss sitzen, dann denken Sie doch auch ein ganz kleines bisschen einmal an meine Ruhe. Einkommensteuer, Lohnsteuer, Vermögensteuer, Getränkesteuer. Hören Sie auf, wir grausen schon jetzt vor allem Kram. Also, hoffentlich auf bald, Herr Buchner. Ja, und grüßen Sie schön Ihre liebe Frau. Herzlichen Dank, gnädige Frau. Na, nur Mut, Jürgen. Irgendwann musst du es ja mal lernen. So. Das ist schon falsch, nimm die Gabel dazu. Siehst du, du kannst nun die Forelle entweder hier im Kessel filieren oder du filierst sie auf dem Teller. Wenn du sie auf dem Teller filierst, dann musst du was tun. Und sie rausnehmen. Und wie? Ja, das ist nicht schön. Nein, so nicht. Komm, ich zeig's dir. So. So. Siehst du? So. Mach es. So, du machst einen kleinen Diener. So. Fein, jetzt hast du den Fisch auf dem Teller und was nun? Ja, nun den Kopf ab. Kopf ab, richtig. Ja, nee, so ist nicht schön. Komm, ich zeig's dir. So, so. Und mit schönem, eleganten Schwung machst du. Charlie, was ist dir los? Ich habe dem Jürgen gezeigt, wie meine Forelle filiert. Ach nee. Das ist typisch, Chef, dass Sie ausgerechnet in dem Augenblick kommen müssen, wo mir ein kleines Malheur passiert. Komm her, Jürgen. Dann werde ich es dir einmal zeigen. Gib her. Vor allen Dingen musst du keine Angst haben vor dem Kerl. Der ist tot, der beißt nicht mehr. Kopf ist ja ab. Ja, eben. Dann trennst du die Rückenflosse vorsichtig raus. Seitenflosse, Bauchflosse, ja. Und nun schälst du ganz elegant die Haut ab. Siehst du? Und dann, mein Junge, dann drehst du den Fisch rum. Charlie! Verdammt nochmal, das Biest ist ja wirklich verhext. Wenn mir das als Oberkellner im Ambassadeur passiert wäre, die hätten mich glatt gefeuert. Forelle heute gestrichen. Lisa, hören Sie auf zu lachen. Bringen Sie mir lieber bitte mein Frühstück, ja? Mir auch bitte, Lisa. Guten Morgen. Guten Morgen, Frau Buchner. Hallo, Tschüss. Na, gut geschlafen? Ja, aber zu wenig. Wieder spät geworden, was? Um 2:30.
Weiß ja, wie das ist. Da sitzt man da mit dem Gast, trinkt noch eine Flasche Wein, sitzt da noch eine Weile rum. Man kann ja nicht immer Nein sagen. Aber dann beginnt doch eigentlich erst meine Hauptarbeit. Dankeschön. Danke, mein Junge. Bitte. Weißt du, die Friedel ist ja eine nette Person, Korrespondenz, Rezeptur. Das klappt ja auch alles großartig, aber sie kann doch nicht auch noch die Buchhaltung machen. Überhaupt diese ganze Generalstabsarbeit, das alles würde doch... Kinder, nehmt doch etwas früher die Butter aus dem Eisschrank. Wie oft soll ich das eigentlich noch sagen? Ja, ja, ich weiß. Verzeihung. Ja, das sind so Kleinigkeiten, weißt du, so Lieblosigkeiten. Aber wenn der Gast sich schon am frühen Morgen über die Butter ärgert, dann hat man es schwer, ihn mit dem Mittagessen wieder auszusöhnen. Du, sag mal... Ich glaube, du hast dich schon ganz gut eingearbeitet, was? Ich glaube, ja. Vor allem habe ich wieder etwas zu tun. Und es macht mir ja auch Spaß. Und uns hilfst du bestimmt damit. Ja, wirklich, Ruth. Wir sind doch nun mal ein Familienhotel, jedenfalls, was die Führung angeht. Gib mir doch bitte mal die Marmelade. Da bin ich immer, Dankeschön, sehr dankbar, wenn man die paar Kommandostellen nicht mit Fremden besetzen muss. In einem Hotel ist doch alles Vertrauenssache. Was ich gestern dem Herrn Korten sagte, dass man für so ein Hotel mit mindestens 40 Betten und einem Restaurant von, na sagen wir schon, von Ruf, einen Stamm von 30 Mann Personal braucht. Das hat er nicht glauben wollen. Ja, wo sind die denn? Hat er gesagt. Ja, sag ich. Sehen Sie, das ist eben das Zeichen für die Güte eines Hotels, dass der Gast nichts merkt von dem Betrieb hinter den Kulissen, sondern eben nur spürt, wie alles höchst reibungslos und sehr persönlich läuft. Sag mal, Ruth, eigentlich hatte ich gedacht, du würdest wieder heiraten. Weißt du, das ist nicht so einfach für mich. Ich habe eine sehr glückliche Ehe geführt. Ja, aber du bist doch noch eine Schnuckelige. Ich meine, du bist doch noch eine junge Frau. Vielleicht werde ich hier wieder jung. Ab die letzten 3 Jahre zu Hause in der großen leeren Wohnung, du, da kam ich mir schon richtig vor wie ein uraltes Weib. Na, jedenfalls sind wir froh, wir beide, Anna und ich, dass du jetzt hier bist. Kommst du mit den Zimmermädchen klar? Ja, großartig. Doris ist sehr zuverlässig. Die Rosi, die ist zwar ein kleiner Trampel, aber auch ganz patent. Na, und die anderen, die ziehe ich mir schon ran. Ja, da ist Anna. Und Jörg auch. Bitte mal gleich frischen Kaffee für die Chefin. Und für den Junior auch. Morgen, Mutti. Morgen, Jörg. Alles gekriegt? Das Gemüse gleich in die Küche und gebt's auf die Erdbeeren. Ach, die sind okay, schon so reif, die werden leicht matschig. Hast du es eingezahlt? Ja. Gib her. Sag mal, Michel, es geht mich zwar nichts an, aber kannst du dir das leisten, jede Woche 12 Mark im Lotto zu verspielen? Was heißt leisten? Ich arbeite ja dafür. Menschenskind, du bist doch schon dauernd im Vorschuss. Ja, eben deshalb. Vielleicht habe ich mal Glück. Na und dann? Ja? Dann willst du einen feinen Maxe spielen, was? Ach, ich weiß schon, was ich damit anfange. Brauchst Geld, wie? Hast du irgendwas mit dem Mädchen? Ja. Irgendeine Dusseligkeit gemacht? Mhm. Mach bloß keine krummen Touren, Michel. Du warst schon in der Schule so ein Windhund. Quatsch, ich will nur endlich mal ein anständiges Pfund in der Hand haben. Du hast doch nicht nötig. Juniorchef, schicker Wagen. Komm mal jetzt nicht mit so einem falschen Zungenschlag, mein Junge. Klassenkampf gibt's nicht mehr. Ich habe mir meine Eltern nicht selber ausgesucht. Hier wird mir nichts geschenkt. Ich arbeite wie jeder andere. Wirst du ja wohl inzwischen gemerkt haben, oder? Also reiß dich am Riemen und halt deine Kröten zusammen. Champignon-Cremesuppe, Lentenschnitte vom Rost, Blumenkohl, Pommes frites, Vanilleeis, Kompott, Früchte, kannst du bleiben. Alles gut, Edmund. Also, der Karfiol war heute wieder teuer. Es macht überhaupt keinen Spaß mehr, einzukaufen. Aber Artischocken habe ich gebracht. Wunderbare Artischocken. Artischocken, wer isst hier schon Artischocken? Naja, du magst sie vielleicht nicht. Was sagen Sie, Edmund? Hm? Als warmes Zwischengericht, sehr gut. Dazu eine Sauce Hollandaise. Hm? Bitte. Oder Vinaigrette, schreiben Sie gleich mit hinein in die Menükarte. Pass auf, die gehen sehr gut weg, wo wir jetzt so viele Gäste haben aus Frankreich und dem Elsass. Und außerdem halten sich Artischocken sehr gut. Haben Sie an die Kaffeemaschine gedacht, Chefin? Ja, richtig. Kaffeemaschine soll um 11 Uhr aufgestellt werden. Aber nur probeweise für 14 Tage. Ich weiß nicht, Anna, du entwickelst da plötzlich eine Intensität, die ist ja geradezu beängstigend. Wir waren uns doch darüber einig, dass wir uns eine solche Anschaffung jetzt zur Hochsaison nicht leisten wollen. Aber doch nur probeweise für 14 Tage. Ah, das kenne ich schon. Was erst einmal hier ist, das bleibt und steht. Und den kostet 5000 Mark. Ich verstehe euch überhaupt nicht. Früher hat unser Kaffee auf altmodische Weise gekocht und gefiltert, den Gästen noch immer gut geschmeckt, war sogar berühmt. Aber sei doch nicht so konservativ. Das ist doch ganz klar, dass so eine Maschine rationeller arbeitet. Jetzt denk einmal an die schönen Sonntage. Und das Stoßgeschäft im Café, die Ausflügler. Hä? Lisa, na? Da stehen wir dann wieder alle in der Küche und kochen wie die Irren Kaffee. Edmund, Sie können gehen, ich komme dann zu euch rüber. Ich
Gut, Chefin. Morgen, Edmund. Morgen, Vater. Guten Morgen, mein Junge. Morgen, Tante Ruth. Wenn du noch einmal Tante zu mir sagst, dann kündige ich dir die Freundschaft. Ach, wieso? Du bist doch meine Tante. Sehe ich wie eine Tante aus? Aber ich habe dir doch eben erst gesagt, du siehst aus wie eine schnucklige Person. Danke. Na, mir scheint, das ist nicht sehr gescheit von mir, dass ich euch so oft alleine frühstücken lasse. Oh. Ja, ja, passt bloß ein bisschen auf, die böse Schwägerin. Mhm. Ihr habt euch einen Wemp ins Haus geholt. So, jetzt muss ich aber wieder etwas tun. Also, Tante soll ich nicht mehr zu dir sagen. Sag Ruth zu mir, du dummer Junge. Wie alle. Wiedersehen. Prima Mädchen. Das ist auch wieder nicht der richtige Ausdruck. Scheint mir aber auch. Es soll ja nur meine Sympathie ausdrücken. Wo ist eigentlich Großvater? Na, wo soll er sein? Unten bei seinen Forellen. Ich habe ihn schon vor einer Viertelstunde in Karl runtergeschickt, aber du weißt ja nicht. Noch wieder zurück, Herr Buchner. Wir haben ein paar Abreisen und Sie müssen auch frühstücken. Ach was, erst kommen die Fisch dran. Und abgeladen muss auch noch werden. Ja, guck mal, da hinten, das Sieb, das ist wieder locker. Hier holen wir mal einen Hammer, ein paar Nägel. Ihr habt doch keine Zeit mehr. Ach, lass, ich mach schon selber. Auch nicht vernünftig. Müssen Sie denn alles allein machen in Ihrem Alter? Wenn du noch einmal von meinem Alter sprichst, schmeiß ich dich raus. Ja, das kriegen Sie fertig. Bin ja auch erst 40 Jahre auf dem Forellenhof. Ach, halt dein Maul. Kümmere dich um deine Sommergäste. Der Paul soll mir den Hammer bringen, die Nägel. Der hat jetzt auch keine Zeit. Der hat mit dem Verladen zu tun. Ach, dann geht doch. Machen wir erst mal die drei Fässer für 20 und dann das eine für 30 voll, dann kannst du gleich zur Hochstraße abdampfen. Morgen, Paul. Morgen. Habt ihr noch Platz? Mal sehen. Ihr müsst noch 30 Kilo mehr mitnehmen fürs Kurhaus. Die haben eben angerufen. Ja, können wir machen, aber nicht vor 10 Uhr. Ist auch nicht nötig. Hier. Ja. Danke. Großvater? Guck mal hier. Fertig. Ja, ich komme. Wie viele Personen bitte? Ja, das ließe sich machen. Wo wollen Sie denn sitzen? In der Schwarzwaldstube. Ach, da schlage ich Ihnen doch das Frühstückszimmer vor. Das habe ich um diese Zeit nicht besetzt. Das ist doch auch ganz gemütlich. Gut. Ja, was Sie wollen. Sie können à la carte essen. Ich kann Ihnen aber auch ein Menü zusammenstellen. Schöner Schinken im Burgunder, junge Kaiserschoten. Das ist zu schwer. Oder machen wir doch gleich ein Forellenessen. Wir können sie ja mal auf besondere Art zubereiten. Gebraten in schäumiger Butter mit Haselnüssen und Mandeln, wie man sie in den Vogesen isst. Ja, naja, Sie meinen Land doch lieber blau, haben Sie vollkommen recht. So sind Sie doch immer wieder am schönsten. Gut, ja, ich habe vorgemerkt. Ich bedanke mich sehr. Spät an. Ich gehe gleich ran. Habt ihr genug Kirschen zum Garnieren? Ja, reichen auch noch. Chefin. Das ist was ganz anderes. Was haben Sie denn da noch hineingetan? Englischen Senf. Das gibt Schärfe und verdeckt nicht den Charakter.
Komm mit, Junge. Ich zeig dir was. Na, fällt dir nichts auf? Weiß nicht. Aber ich weiß. Ich brauche bloß einen Blick in so ein Wasser zu tun. Und ich sag dir aufs Kilo genau, wie viel Fisch drin sind. Und da fehlen mindestens 100 Kilo. Meinst du, hier wird geklaut? Ja, natürlich. Was denn sonst? Andere Fischräuber gibt's hier nicht. Wir haben weder Otter noch Bisam noch Reiher. Aber wir machen's den Leuten ja auch viel zu leicht. Braucht doch nur einer nachts über den Zaun am Waldweg zu klettern und nimmt sich einen Sack oder einen Korb mit und holt sich die Fisch raus. Vor 10 Tagen habe ich mich schon gewundert. Haben wir nur so wenig Fisch reingesetzt? Dann wäre der Kerl schon öfter hier gewesen. Na, wenn ich den erwische. Hast einen Verdacht? Paul, Fritz. Ach, von unseren Leuten macht das doch niemand. Vor 5 Jahren, da hatten wir mal einen Fischmeister, der hat auf eigene Rechnung gearbeitet. Und wie wir dahinter kamen, da hatte der schon 12 feste Kunden in der Stadt. So wird es jetzt auch sein. Was soll er sonst mit über 100 Kilo Fischen anfangen? Die setzt er ab. Was wollen wir jetzt machen? Aufpassen und Maul halten. Ich kann ja mal ein paar Nächte hier draußen im Bruthaus schlafen. Schlafen? Nee, schlafen ist nicht, Junge. Da musst du schon wach bleiben, wenn du den Saukerl erwischen willst. Warum hast du es mir denn nicht gleich gesagt? So viel Menschen mehr. Na, entschuldige, ich hab's eben vergessen. Na, dann schreib dir doch so etwas auf. Hier liegen ja Zettel genug am Telefon. Ich vergesse ja auch manches. Aber ich mache mir da doch wenigstens Notizen. Ich muss schon sagen, ein bisschen eine komische Kroke. Ich bin eine alte, vergessliche Idiotin. Ja, nun weine mal nicht. Das ist ein ganz natürlicher physiologischer Abbau. Gedächtnis, Konzentrationsfähigkeit. Na, lässt eben alles mal nach. Ach so, du hältst mich für deppert. Du, das habe ich ja nicht gesagt. Aber du denkst es, du niederträchtiger Mensch, du. Was lässt nach, hä? Und bei wem lässt was nach? Das möchte ich jetzt gleich einmal klargestellt haben. Also, Liebling, ich gebe zu, ich habe auch schon mal etwas vergessen. Na, das weiß ich eh. Aber das steht jetzt gar nicht zur Debatte. Ich möchte das jetzt einmal mit diesem physiologischen Abbau erklärt haben. Also, mein lieber Schatz, ich habe gemeint... Hm. Noch was, noch was. Dass du in 50 Jahren immer noch eine entzückende, liebenswerte und wunderbar funktionierende Frau sein wirst und dass ich... Ach du, hier im Büro. Ja, das ist mir doch wurscht. Du bist ein sinnliches Stück. So, der Fall wäre jedenfalls geklärt. Nein, gar nichts ist geklärt. Ich packe jetzt meine Koffer, fahre zurück nach Wien zu meinen Eltern. Ich lasse mich doch hier nicht so behandeln. Ich habe doch geglaubt, das ist ein anständiges Hotel. Da haben sich eben geirrt, mein Fräulein. Du, aber was machen wir jetzt wirklich mit den vielen Leuten am Samstag im Frühstückszimmer? Ich werde diese 36 Leute halt ins Restaurant setzen. Wow, dazu kommt der Stammtisch aus der Schwarzwaldstube. 32 Leute in Vollpension. Oh, wieder ein ganz schön verrückter Tag werden, du. Ach, Liebling, wann ist bei uns denn einmal kein verrückter Tag? Ja, da hast du auch wieder recht. Ne? Also, dann machen Sie es mal, mein Herr. Organisieren Sie. Dazu habe ich Sie ja zum General ernannt. Jawohl, ich gehe, Frau. Das Frühstück für Herrn Buchner, bitte. Komm ja schon. Guten Morgen, Herr Buchner. Moin. Ist was, Herr Buchner? Was seid denn ihr verrückt? Was soll denn das? Marmelade. Der Teufel soll euch holen. Mein Viertel Wein will ich haben und das Schinkenbrot, aber so. Jesus, Herr Buchner, bin ich ein Trottel. Aber ich habe im Augenblick wirklich nicht dran gedacht, müssen entschuldigen. Ja, ja, ist schon recht, Lisa. So, sehr zum Wohl. Aber ich weiß nicht, ob das gut ist. Schon so früh am Morgen Wein, hm? Das ist sogar sehr gut. Verlassen Sie sich drauf. Wer den Tag nicht mit einem Schluck Wein beginnt, das ist überhaupt kein richtiger Mensch. Naja, ist eben alles Geschmackssache, nicht? Nein, das ist keine Geschmackssache. Das ist eine Weltanschauung. Merken Sie sich das, Lisa. Ist so recht, Herr Buchner? Ah, sehr schön, mein Junge. So, komm. Hier. Für den Anschnauzer vorhin. Dankeschön, Herr Buchner. Guten Morgen, Vater. Morgen. Na, schmeckt's? Hm? Bist aber heute wieder spät dran. Ja. Muss ja auch früher aufstehen wie ihr. Die Fisch können nicht warten und die Transporte müssen auch rollen. Habt das Haus wieder voll? Ziemlich. 32 Vollpensionen und zum Wochenende ist kein Bett frei. Du, der Klaus kommt heute zum Mittag. Oh, bleibt er länger? Hm, glaube nicht. Weißt du, wie empfindlich der Junge ist? Ich habe vorhin mit ihm telefoniert und sagt ganz harmlos, warum kommst du denn nicht einmal zum Essen raus? Hm? Schon, sagt er,
Ihr glaubt wohl, dass ich hier allein verhungere. So eine Mimose, natürlich mache ich mir Sorgen, ob er genug zu essen hat und ob er vernünftig lebt. Ich kenne doch das Problem im Leben, zu dem er nun einmal neigt. Ja, warum habt ihr ihn überhaupt fortgelassen? Wenn es nach mir gegangen wäre? Du kennst doch den Otto. Dafür hat er eben überhaupt kein Verständnis. Zuerst einmal die Enttäuschung, dass der Bursch ein bisschen lebensuntüchtig ist, entschuldige. Und dass er sich so gar nicht fürs Haus und fürs Geschäft interessiert hat. Und als er dann angefangen hat, Musik zu studieren und seine Begeisterung fürs Theater, das hat der Otto alles gelten lassen. Ein bisschen, was muss der Bursch ja auch von mir haben. Aber wie er dann wieder alles hinkaut hat und Schriftsteller werden wollte. Naja, hast du ja alle miterlebt, die Krachs um die brotlose Kunst und aus dir wird nie was werden, du wirst nie zu was bringen und so weiter. Und ich sage dir, der Junge bringt's doch zu was. Bei Klaus muss man eben etwas Geduld haben. Vielleicht kenne ich ihn besser als ihr alle zwei. Ihr wart eben zu lange weg. Für ein Kind sind die ersten 5 Jahre eben entscheidend. Und als ihr nach dem Krieg wiederkamt, ja, da hat euch der Junge ja kaum gekannt. Du sagst das so mit Vorwurf, Vater. Na, das ist kein Vorwurf. Das ist eine Feststellung, eine Erklärung für manches. Wann kommt denn der Saubengel? Mit dem 12-Uhr-Zug. Ehe der Jörg die Christa von der Schule abholt, fährt er vorher noch am Bahnhof vorbei. Lass das gut schmecken, Vater. Tag, mein Alter. Wie geht's? Na ja, man wurschtelt sich so durch. Also mies. Nicht gerade mies, ich schreibe. Ich hab sogar erste Folge. Mein Gott, große Sprünge kann ich nicht machen. Komm, steig ein. Hör mal zu, Brüderchen. Jetzt sind wir noch allein und können darüber reden. Wenn du was brauchst. Vater zahlt mir jetzt ein richtiges, sogar sehr anständiges Gehalt. Also ruf mich an. Ich brauch nichts, Jörg, ich komme aus. Es ist mir schon unangenehm genug, dass ich mir vom Vater die Wohnung zahlen lassen muss. Auch jetzt diese Einladung zum Mittagessen. Ich habe immer das Gefühl, ihr holt mich hier noch raus, damit ich mich wieder mal richtig satt essen kann. Und dann am Busen der Familie über mein verruchtes Leben ausweinen kann. Quatschkopf, mach doch nicht immer in Opposition. So ein Bürgerschreck bist du nur auch Na, wieder. Na komm, beenden wir das unerfreuliche Thema. Wie geht's Christa? Oh, die macht sich sehr. Die müssen wir noch abholen. Weißt du, die ist jetzt so gerade an der Schwelle. Noch ganz Mädchen, aber doch schon sehr im Bilde. Müssen wir wohl schon ein bisschen aufpassen, hä? Bei Christa? Da habe ich keine Angst. Du meinst, die weiß schon? Die brauchen wir nicht mehr aufzuklären. Die hat mir neulich einen Vortrag über Biologie gehalten. Da konnte ich eine ganze Menge von lernen. Na, Christa, hat dich einer versetzt? Ich fahre dich gern nach Haus. Nee, danke, Rolf. Jörg holt mich bestimmt. Schade. Vielleicht ein andermal. Komm doch mal raus zum Forellenhof. Darf ich? Na klar, wenn dir das Benzin reicht und du dir vorher die Haare schneiden lässt. Mach ich. Für dich gehe ich sogar zum Friseur. Reden wir noch drüber. Wiedersehen. Ciao. Mach's gut. Bist ja immer noch da. Ja, ich weiß auch nicht. Jörg ist doch sonst so pünktlich. Vielleicht hat er noch Besorgung. Du könnt ihr mich nicht mitnehmen? Elisenstraße ist doch kein Umweg für euch. Sonst muss ich mir ein Taxi nehmen. Taxi? Du gibst vielleicht an. Oh, wieso? Die 2,50 Mark werden ja wohl drin sein. Sonst schickt mir Fatima den 220er. Und das kostet ihn mehr. Da kommt Jörg ja. Jörg! Ja, er hat Klaus mitgebracht. Hey, Christa! Klaus! Klaus, wusste ich ja gar nicht. Mm. Fein, dass du da bist. Freue mich auch, dich zu sehen, Spatz. Wie geht's denn? Gut, danke. Das ist Gabi Bentrop aus meiner Klasse. Ah, können wir sie mitnehmen, Jörg? Elisenstraße. Ja, schon gekauft, steigen Sie ein. Ist zwar ein bisschen eng, aber es geht schon. Warte, ich wetsche mich mit Christa hinten rein. Ja, fein. Von Bentrop. Ach so. Du. Komm. Geht's? Danke, Brücke, netter Bruder. Ich bin überhaupt ein netter Mensch. Sehr nett. Sehr sportlich. Und Christa hat mir schon viel von Ihnen erzählt. Ja? Sie sind Bayerischer Skimeister, Forellenzüchter und Juniorchef. Ach, was Schwestern so erzählen. Ich gehe bald wieder eine Party. Würden Sie auch kommen, wenn ich Sie bitte? Ja, vielleicht. Wenn mir meine Forellen dazu Zeit lassen. Du sag mal, was gibt's Neues zu Hause? Ist sie schon da? Wer? Na, die Kaffeemaschine. Ja, die ist da. Seit einer Stunde arbeiten sie schon dran. Der Vertreter und der Monteur. Ist ein tolles Ding, sag ich dir. Der reinste Atomreaktor.
abstellen, das Benzin ist undicht. Was ist denn hier los? Der ist Kleutchen. Na, da ist sie ja. Funktioniert sie? Wir kommen nämlich gerade in einem hochdramatischen Augenblick. In 5 Minuten fliegt nämlich der ganze Forellenhof in die Luft. Guten Tag, Klaus. Geh da nicht so nah ran. Das ist eine Höllenmaschine. Siehst du? Verschwinde. Ich möchte mich überleben. Feigling. Wie geht's dir denn? Bist du glücklich? Na ja. Ich geh schon mal rauf und wasch mir die Hände. Dann sage ich Großvater guten Tag. So, alles startklar. Nun das Ganze noch mal von vorne. Also, läuft. Doch keine Höllenmaschine. Mit Wasser geht's hier. Ah, wunderbar. Guten Appetit, die Herrschaft. Guten Appetit. Alles in Ordnung. Herr Ober. Die Herrschaften wünschen zu speisen. Ja, die Karte, wenn ich bitten darf. Hier sind die Menüs. Bitte, gnädige Frau. Ihr könnt natürlich auf à la carte essen. Bitte. Alles da. Dankeschön. Tisch 2 am Fenster, schade. Kann doch jetzt nicht, Chef. Wer ist da frei? Ja, eigentlich keiner. Guten Tag. Guten Tag. Hier, Tisch 2, hier am Fenster. Ich? Na ja, warum denn nicht? Einmal musst du doch anfangen. Also los. Ran an den Feind. Blind ins Wasser. Ausgerechnet bei denen, wenn das mal gut geht. Guten Tag, die Herrschaften. Sie haben schon gewählt? Ja, bringen Sie uns zunächst eine Flasche Neuweierer Hohenberg. Und dann, du wolltest Forelle, gerne? Ja, auch bringen Sie mir auch Forelle. Blau natürlich. Bitte sehr. Die sind doch sicher hier besonders gut und frisch. Blutfrisch, nee, Frau. Unsere eigenen Forellen. Der große Moment des Tages, die Sensation. Jürgen hat seinen ersten Gast. Ach, der Arme. Da müssen wir ihm aber die Daumen drücken. No? Hat 2 Forellen blau ausgerechnet. Na, mach doch nichts. Los, Junge. 2 Forellen blau. Ist das dein Ernst? Was, du? 2 Forellen blau, habe ich gesagt. Wenn's schief geht, helfe ich dir. Machen wir, mein Junge, solche Dinger. Und nettes Personal. Ist doch süß, der kleine Ober. Ja. Sie sind noch sehr jung, wie? Ich bin schon 16. Älter als er war ich auch nicht, als ich zum ersten Mal auf die Menschheit losgelassen wurde. Und hast dich auch nicht gerade mit Ruhm bekleckert, mein Lieber. Oh, so schlimm war es auch. Na, mach jeder mal durch, Jörg. Was glaubst du, was mir alles passiert ist? In meinen Lehr- und Wanderjahren in Paris, als ich kochen lernte. Oder in Wien, Grand Hotel, war ich jüngster Chef d'Etage. Ja, und damals bin ich dir gerade über den Weg gelaufen, weißt du noch? Ich habe damals gerade meine erste Bühnenprüfung gemacht am Reinhardt-Seminar in Wien. Und bist durchgefallen? Was denkst du von mir? Danke. Wenn ich diesen Menschen da nicht getroffen hätte, dann wäre ich doch heute eine erste Kraft am Wiener Burgtheater. Entschuldigung, gnädige Frau, wir sind so weit. Könnten wir jetzt vielleicht die erste Portion Kaffee durchschicken? Nein, Kinder, jetzt nicht. Diese erste Portion ist mir wichtiger. Ja. Es geht das Stück über die Bühne, das möchte ich mir gerne mal ansehen. Keine Angst, und toi, toi, toi. Ja, blamier die Endung nicht, du. Ja, aber wir müssen das nächste Mal den Waldweg gehen. Ja. Der ist sein Fußball. Ich habe einen Mordsappetit. Ja, ich auch. Oh, das ist ja. Danke. Ja, das ist ja das Schöne. Darf ich den Herrschaften den Fisch gleich filieren? Ja, bitte machen Sie das. Ich bin zu ungeschickt dazu. Nee, aber das müssen wir dann den Weg, den wir uns empfohlen haben. Aber ganz geschickt.
guten Appetit. Ich danke jetzt schön. Also, Appetit. Siehst du, du hast auch deine Feuerzeuge. Großartig, Jürgen. Er schwitzt, das haben die Gäste besonders gern. Brav, mein Kleiner, aus dir kann noch was werden. Bei solchen Meistern unseres Fachs? Das ist eine Frechheit, diese lausebänkischen Fahrer. Ach, du änderst dich auch nicht mehr, Großvater. Immer muss man dich von deinen Forellen wegholen. Ja, Junge, wenn man älter wird, da läuft die Zeit immer schneller. Und wenn du dich am Ende umsiehst, da hast du doch nichts geschafft. Denkst du, das nichts geschafft? Ich finde das eine ganze Menge. Was hast du gearbeitet? Weißt du noch, wie es nach dem Krieg hier aussah? Ja, ja. Da, wo jetzt die Autos parken, da standen die amerikanischen Panzer. Im Restaurant war ein Entbindungsheim und in der Schwarzwaldstube, da liefen die Hühner herum. Ja, ja, hast du eigentlich recht. Sieht doch wieder ganz manierlich aus. Ja, jetzt hat dein Vater den Ärger damit und dann der Jörg. Du bist ja leider von der Fahne gegangen. Ja, ich weiß, Großvater. Ich bin entartet. Siehst du, das ist auch der Grund, weshalb ich gar nicht mehr so gern hierher komme. Ich habe immer das Gefühl, alle sehen mich hier schief an. Nicht nur Vater. Das alte Personal. Karl, Charlie, Lisa. Es sagt mir keiner was, aber denken tun sie es alle. Da kommt wieder der verlorene Sohn. Das schwarze Schaf. Nee, Junge, du bist kein Schaf. Du bist ein Hammel, ein Blöder. Aber Sie haben ja recht, Großvater. In Ihren Augen bin ich eine Niete. Ach. Hast du vergessen, wie mich Vater damals angebrüllt hat vor versammelter Mannschaft, als wir den großen Krach hatten? Du bist ein Versager, du bist noch völlig verkommen. Na ja, das ist doch jetzt alles vorbei. Du musst versuchen, ihn auch zu verstehen. Redet doch mal wieder miteinander. Es kommt doch nichts dabei heraus. Wir sind zwei so völlig verschiedene Naturen. Ach. Aber schließlich bin ich ja kein Banause. Und ich verwahre mich gegen deinen verdammt geistigen Hochmut, mit dem du alles abtust, was nicht in den Stil deines Lebens und deinen künstlerischen Neigungen hineinpasst. Aber das tue ich ja gar nicht, Vater. Ich bin kein Snob. Ja, wahrscheinlich doch. Wenn ich dich mal nach deiner Arbeit frage, was du treibst, womit du dich beschäftigst, ist ja schließlich kein unbilliges Verlangen für einen Vater. Dann hüllst du dich entweder in stolzes Schweigen oder sagst, mit mir könne man ja doch nicht darüber reden. Schön, Kunstliteratur, das ist deine Sache, dein Fach, davon verstehst du mehr. Aber tu bitte nicht immer so, als sei ich der letzte Analphabet. Das ist doch keine Nichtachtung, Vater. Du begreifst etwas nicht, dass man über künstlerische, über schöpferische Dinge, die noch im Werden sind, worüber ich mir selber oft noch unklar bin und manchmal verzweifelt herumtappe, taste, dass man darüber nicht reden kann, na meinetwegen wie über die Saisonentwicklung eines Hotels. Siehst du, genau das meine ich. Immer kommt von deiner Seite diese höchst fatale Abwertung von allem, was mit unserem Haus und mit unserem Hotel hier zusammenhängt. Entschuldige, Vater, das war nicht persönlich gemeint. Du bist in diesem Punkt wirklich empfindlich. Weil ich deine Einstellung kenne, danke. Dass du keinen Geschäftssinn hast, werfe ich dir nicht vor. Stehe ja auch auf dem Standpunkt, jeder muss nach seinem eigenen Stiebel leben. Aber ich verbitte mir, dass du von einer höheren Warte herab immer so mitleidig lächeln und höchst verachtungsvoll auf das ach so banale Hotelgewerbe herabblickst. Schön, ich gebe zu, es gab Zeiten, da war der Beruf des Hoteliers für die erste sogenannte gute Gesellschaft ein etwas obskurer Beruf. Man kannte ihn, man benutzte ihn, aber, grüßt mich nicht unter den Linden, man verkehrte nicht mit ihm. Er rangierte so zwischen Kneipier und Puffmutter. Aber das ist doch längst vorbei, Vater. Striptease-Girls heiraten heute in den Hochhack. Wo gibt's denn noch diese gute Gesellschaft? Abgesehen davon, ich weine ja bestimmt nicht nach. Ja? Am Apparat. Ach, Herr Reimann, ja, also damit bin ich noch gar nicht glücklich. Nein, 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 bitte, warten Sie noch mit dem Druck. Sehen Sie, so ein Hotelprospekt, das muss doch eine Werbung sein. Ist doch gewissermaßen die Visitenkarte eines Hotels. Und wenn ich da kein gutes Bildmaterial verwende... Nein, also die Farbfotos haben mir überhaupt nicht gefallen. Dieses kitschige Postkartengrün, das war ja entsetzlich. Da hat mir der Entwurf mit den Zeichnungen schon viel besser gefallen. Ja, da müssen Sie sich wohl noch mal herbemühen, denn so nehme ich Ihnen das nicht ab. Auf Wiederhören. Die Druckerei... Ich lasse neue Prospekte machen, aber der erste Andruck war unmöglich. Siehst du, mein Junge, das gehört auch zum Geschäft. Werbung. Für den Gast, für den Mann, der für Essen und Schlafen zahlt, musst du immer wieder werben, immer wieder kämpfen, immer wieder bemüht sein.
Aber meine Freunde, mein lieber Klaus, die suche ich mir heute selber aus. Denn der Name Buchner, der gilt schon etwas. Deshalb brauchst du dich in deinen intellektuellen Kreisen durchaus nicht zu genieren, dass dein Vater Hotelrechnungen ausstellt oder sich gelegentlich noch eine Serviette unterm Arm klemmt, um Herrn Moselmeier sein Bier an den Tisch zu bringen. Aber Vater, jetzt verschiebst du doch völlig unsere Positionen. Ich bin es doch, der euch bewundert. Dich, Mutter, Großvater. Ich hab's ihm gerade vorhin wieder gesagt. Und warum? Weil ich nicht so tüchtig bin. Weil ich das nicht fertigbringe, was ihr könnt. Du bist doch heute eine Persönlichkeit, dass ich immer noch innerlich stramm stehen kann. Ja, nun, das will ich ja nun auch nicht. Alles, was ich von dir verlange, ist, dass du etwas mehr Respekt hast vor dem, was unser Haus hier hochgebracht hat und auf der Höhe hält, die Leistung. Und genauso, mein Junge, werde ich deine Leistung anerkennen, wenn du eine aufzuweisen hast. Bin ja viel toleranter, als du denkst. Glaube mir, ich wünsche mir von Herzen, dass du als Schriftsteller Erfolg hast. Ich glaube sogar, dass du Talent hast. Aber ob es groß genug ist, ob es ausreicht, das kann kein Mensch voraussehen. Glauben musst du an dich. Alles andere hängt von deiner Entwicklung ab. Von der menschlichen sowohl wie von der künstlerischen, was ja wohl meistens zusammenhängt. Streitzeug schon wieder? Kleine Kampfpause. Vater hat mich wieder ganz schön fertig gemacht. Wieder dasselbe Thema? Mit Variation. Ich muss ihm doch Stoff anbieten. Vielleicht schreibt er mal über das Generationsproblem. Oh, du, dank dir. Damit bin ich eigentlich über Jahre hinaus versorgt. So, da ist euer Kaffee, der erste aus der Maschine. Hm. Wenn du ihn nicht gut findest, kannst du gleich mit mir den nächsten Krach anfangen. Moment. Wunderbar. Wirklich ausgezeichnet. Du, das schmeckt ja gar in der Schmieröl. Na also. Du, Mama, bitte bleib doch noch ein bisschen bei uns. Ach, Kläuschen, ich kann doch nicht unten kommen, die ersten Kaffeegäste. Wir haben so wenig Leute, ich habe sogar die Christa zur Aushilfe holen müssen. Nun, was ist mit dir? Musst du heute Abend schon zurück, oder... Bleibst du noch über Nacht? Na ja, ich bleib noch mal. Da freue ich mich aber. Mm. Du, der Klaus bleibt da. Ja, aber wo bringen wir ihn denn unter? Das ist doch kein Problem. Ach, jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen. Ich habe mich in seinem Zimmer so breit gemacht. Und da bleibst du auch. Der Jörg hat doch die breite Couch in seinem Zimmer. Die beiden Jungen können doch mal zusammen schlafen. Ja, gut. Ah. Willst du schon in die Falle hauen? Na ja, es ist halb zwölf. Mama war schon müde. Sag mal, macht sie nicht ein bisschen zu viel? Natürlich macht sie zu viel. Sage ich ihr jeden Tag, aber die ist ja nicht zu bremsen. Aussehen tut sie ja wieder großartig. Ja, mit dem Aussehen schafft sie es allemal. War ja immer unsere schöne Mama und spielt noch immer ihre Rolle. Hättest du heute mal beim Einkauf erleben sollen. Die Primadonna auf dem Wochenmarkt. Mit ihrem berühmten Wiener Charme eingehängt. Und wie sie mit den Leuten umgeht. Aber gehen's, Frau Mandl, sind's so lieb, aber so einen dreckigen Spinat, den schmeißen sie doch lieber gleich selber ins Arschkastel. Was? Marant Josefs Kilo Marien, 75 Pfennig. Ja, wollt ihr denn den Forellenhof ganz ruinieren? Naja, also, ich nehm die 6 Steine auf einmal und zahl euch das Kilo 52, gell? Und bringt's mir's gleich rüber zum Wagen. Was? Das sind schnittfeste Tomaten, sein Herr Huck? Okay, bring uns mal ein Messer, aber passen Sie auf, dass Ihnen die rote Soße nicht aufs Hemd spritzt. Ich sag dir, sie ist einfach wunderbar. Ja, manchmal vermisse ich sie sehr. Du musst dir kein Bett bauen, du kannst in meinem schlafen. Oder ist dir das unangenehm? Und du? Ich hab noch eine Kleinigkeit vor heute Nacht. Wenn du was trinken willst, du weißt ja, hier ist alles drin. Da hast du Zigaretten. Und wenn du was lesen willst, da drüben. Sag mal. Ja? Muss ich mich jetzt als älterer Bruder moralisch entrüsten? Boah, wieso denn? Wo willst du denn hin? Wenn du es genau wissen willst, ins Bruthaus. Was? Nein, nicht zu einer Liebesnacht. Neuerdings fischt uns da jemand heimlich Forellen raus. Nachts? Ja, klaut. Da möchte ich doch lieber ein bisschen aufpassen. Hast du einen Verdacht? Keine Ahnung, aber sprich nicht drüber. Nur Großvater weiß Bescheid. Den Eltern haben wir noch nichts gesagt. Also, mach dir's bequem und schlaf schön.
Entschuldige. Bitte nach Ihnen, meine Dame. Ich wollte nur meinen Aschenbecher auskippen. Ich auch. Und das können wir ja wohl zusammen. Tut mir leid, Klaus. Ich habe dich aus einem alten Zimmer vertrieben. Es war doch so abgemacht, dass du da einziehst. Fühlst du dich wohl drin? Ja, sehr. Ich habe ein bisschen umgestellt und eine etwas feminine Note reingebracht. Sieh das doch mal an. Warte, ich ziehe mir nur schnell was über. Ja, ich auch. Komm rein, Klaus. Erkennst du es noch wieder? Das tust du gerade, als wäre ich Jahre nicht hier gewesen. Das ist mein Tisch, das ist meine Kommode, mein Bett. Das Loch im Teppich ist auch noch da. Ja. Ich habe gedacht, du schläfst längst. Ja, und ich war so leise, um euch nicht zu wecken. Schläft Jörg auch noch nicht? Na ja, vermutlich nicht. Was heißt vermutlich? Ist er etwa gar nicht da? Oh. Ja? Wer Halunke? Treibt sich wieder rum. Macht er das öfter? Weiß ich nicht. Denkst du, ich kontrolliere ihn? Von mir aus? Er ist doch jetzt ein erwachsener Mensch. Nein, das meine ich auch. Aber ich glaube, heute ist er wirklich nur dienstlich unterwegs. So? Wenn du dich hältst, das weiß es sonst niemand. Er will unten im Boot das über Nacht Wache schieben. Da klaut einer Forellen. Ach. Ja, das sagt er wenigstens, aber warum soll er schwindeln? Da hast du recht, das hat er nicht nötig. Also dann, gute Nacht, Klaus. Willst du noch eine Zigarette mit mir rauchen? Ach, eigentlich, naja, gib schon her. Ist zwar ein Laster, aber... Dankeschön. Eigentlich können wir auch zusammen noch einen Schluck trinken. Jörg ist ganz gut versorgt, magst du? Wollen wir wirklich? Ja, Cognac, Whisky, Wermut? Na, wenn, dann einen Cognac, aber nur so einen ganz, ganz kleinen Schlaftrunk, hörst du? Ich muss ja morgen wieder sehr früh raus. Ach was, wer weiß, wann ich wiederkomme. Für eine Tante benehme ich mich doch eigentlich sehr merkwürdig, nicht? Nächtlicher Besuch beim Neffen mit alkoholischen Exzessen. Oh. Du, deine Mutter würde in Ohnmacht fallen, wenn sie uns jetzt sehe. Wir brauchen ja nicht zu petzen. Abgesehen davon ist das gemeinsame Badezimmer schuld. Ja. Sowas hat seine pikanten Reize. Prost. Prost, Klaus. Macht ihr mit mir? Christa, wo kommst du denn jetzt noch her? Ach, ich kann nicht schlafen. Großvater schnarcht so. Ach, da ist doch nun so eine dicke Wand zwischen. Aber ob ihr es glaubt oder nicht, bei mir wackeln die Bilder. Da hab ich mir gedacht, ich schau noch mal rauf zu den Jungs. Vielleicht schlaft ihr auch noch nicht. Wir können noch ein bisschen ratschen. Wo ist denn Jörg? Er ist unten im Bruthaus, aber sag's keinem Spatz, hörst du? Aha, nennt man das jetzt Bruthaus? Du sei nicht so vorlaut, er ist wirklich unten. Oh, fein, dann ist das Bett ja frei. So, und hier kriegt mich jetzt keiner mehr raus. Ed. Hey, du! Und einen Cognac will ich auch haben. Nein, Christian, Cognac kriegst du nicht. Och, bitte, bitte, so einen kleinen. Guck mal, ich bin jetzt fast 18 Jahre und als die Tochter eines Hoteliers werde ich doch wohl von so einem kleinen Cognac keinen Schaden an Leib und Seele nehmen. Wollen wir? Ja, also gib mir schon einen, aber nur so einen ganz kleinen. Ach ja, bitte. Ja, ja. Ist aber sehr gemütlich hier bei euch. Weißt du, Ruth, ich finde, seitdem du hier bist, du hast so richtig ein bisschen frische Luft hier reingebracht. Ich will natürlich nicht sagen, dass wir hier überaltert waren. Aber Papa und Mutti, so eine Extratour kannst du mit denen natürlich nicht machen. Danke. Prost. 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 Oh, das kann ja wohl nicht wahr sein. Anna! Das ist ja eine entzückende Lotterwirtschaft. Währenddem ich unten verzweifelt und schlaflos zwischen zwei schnarchenden Männern liege und an Gift und Mord denke, sitzt ihr hier oben und feiert Orgien? Ich will sofort einen Cognac. Das kriegst du mal. Und du geh raus aus dem Bett, da leg ich mich jetzt rein. Wo ist denn eigentlich Jörg? Thank you.
Michel! Ja? Du bist das. Los, komm raus, du Drecksack. Oder ich spring dir nach und lass dich Wasser schlucken, dass dir die Forellen wieder zum Hintern rauskommen. Du bist also unser stiller nächtlicher Teilhaber. Wie viele 100 Kilo hast du schon verscheuert? Jörg, ich, kein einziges. Ich hab nur... Bitte, Jörg, ich weiß, ich bin ein Schwein, aber ich musste es tun. Ich bin in so einer verdammten Scheißsituation. Los, ab ins Puthaus. Dort reden wir weiter. Da, setz dich hin. Hier, nimm dir das über. Danke. Und jetzt erzähl mir mal dein Märchen. Kannst sicher sein, dass ich in Tränen ausbrechen werde. Du machst das doch bestimmt nicht allein. Mit wem? Mit dem Wengler Schorsch. Wengler Schorsch? Ist das nicht der Fahrer aus Obermalchdorf, der früher auch für uns gefahren ist? Ja. Und der... Dieser Kerl, der hat mich so in der Hand. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich tun soll. Jörg, wenn du mich jetzt anzeigst, dann fliege ich bei euch raus und dann habe ich überhaupt keine Chance mehr. Wieso hat er dich in der Hand? Das ist eine saudumme Geschichte. Los, raus mit der Sprache. Ich habe mal Mist gebaut mit dem Wagen vom Schorsch. Ich war damals ganz gut mit ihm. Und wir hatten ein paar getrunken und ich, Vollidiot, setze mich ans Steuer und fahre so ein paar Ecken. Natürlich ohne Führerschein. Und dabei knall ich gegen so einen Betonpfeiler. Es war gar nicht viel passiert. Der Kühler war eingedrückt und der Scheinwerfer war im Eimer. Aber ich war natürlich wahnsinnig im Druck. Fahrerflucht kam ja auch noch hinzu. Ach, der Schorsch hat sich damals eigentlich ganz anständig benommen. Ein Teil hat die Versicherung gezahlt und ein Teil er. Aber hat immer gesagt, Junge, die 300 Piepen, die musste mir noch zurückzahlen. Ja, und weil ich das nicht konnte, da kam er eben dann mit den Forellen. Jörg, du kannst ihn fragen. Ich hab gesagt, da mache ich nicht mit, hab ich gesagt, das ist eine Schweinerei. Dreimal ist er gekommen. Und dann hat er gesagt, wenn ich jetzt nicht mitmache, dann lässt er mich hochgehen mitsamt der Fahrerflucht. Und du lässt dich erpressen? Das Kind, in so einem Fall gehe ich doch in der nächsten halben Stunde zur Polizei. Ich hab's ihm doch schriftlich geben müssen, dass ich blau war und dass ich den Unfall ohne Führerschein gebaut habe und dass ich ihm 300 Piepen schulde. Und damit wäre ich doch glatt bei der Polizei geplatzt. Naja, und dann habe ich mit den Forellen eben mitgemacht. Und am ersten Mal konnte ich sowieso nicht mehr aussteigen. Aber dass du Rinfi mal offen mit mir geredet hättest? Auf den Gedanken bist du wohl nie gekommen, was? Ich wollte es ja tun, ich habe mich nicht getraut. Ich hab mich doch auch geschämt. Sag mal, wie viel habt ihr uns da eigentlich rausgeholt? Wie viel? Ich meine, wie oft hast du hier heimlich gefischt? Ich glaube, heute war es vierte oder fünfte Mal. Jörg, ich bringe das wieder in Ordnung, ich mach das wieder gut. Nur bitte lass mich komm, jetzt nicht... Komm, red kein Kohl. Wie willst du das wieder in Ordnung bringen? Ich will dir was sagen. Du haust jetzt ab, verstanden? Ja. Aber sei leise und vorsichtig, dass dich nicht jemand spitzt. Ja. Sieh zu, dass du die nassen Klamotten vom Leib kriegst und in ein paar Stunden stehst du wieder drüben in der Küche und machst deinen Kram. Oh, Jörg, echt. Die Klappe und hau ab jetzt. Sag mal, wie habt ihr den Dreh eigentlich organisiert? Ich meine, wie hast du dem Schorsch die Fische zugeschanzt? Ich hab sie im Sack oben zur Brücke tragen müssen. Da ist im Bach eine Mulde, da hab ich sie reingestellt. Und wenn der Schorsch dann in die Stadt fährt, da hat er sie mitgenommen. Aha. Und wann fährt der Schorsch in die Stadt? Früh morgens, wenn's hell wird, um 4. Da fährt er aus Obermalchdorf weg und dann kommt er mit seinem Wagen die Waldstraße lang, direkt über die Brücke. Na, warte, mein Junge. Drüben einsteigen. Was soll denn das, Herr Buchner?
Was kommt davon, wenn man den Wagen nicht abschließt und den Schlüssel stecken lässt? Ich habe einen Auftrag. Ich muss in die Stadt zurückfahren. Da will ich auch hin, Herr Wengler. Fahren wir? Buchner? Ja? Können wir nicht mal drüber reden? Worüber? Wissen Sie doch ganz genau, die Forellen. Was für Forellen? Tun Sie doch nicht so. Die ich mit Michael immer aus Ihren Teichen geholt habe. Ach, die uns da nachts immer heimlich rausfischt. Ich will Ihnen was sagen, Herr Wengler. Die paar Fische, das tut uns nicht weh. Wir haben so viele. Ich find's nur eine Sauerei, lebende Fische im Kartoffelsack zu transportieren. So was macht man nicht, Herr Wengler. Und jetzt? Jetzt steigen Sie aus, Herr Wengler. Gehen da rein zum Gendarmeriemeister Berthold und da machen Sie Ihre Anzeige. Was denn für eine Anzeige? Nun, Ihre Anzeige gegen den Kochgehilfen Michel Hausburg. Wegen Trunkenheit am Steuer, Fahren ohne Führerschein und Fahrerflucht. Aber Buchner, ich werde doch die Michel nicht... Nein, das mache ich nicht. Ach, und warum nicht? Weil Sie genau wissen, dass Sie dabei selber verdammt auf die Schnauze fallen, nicht wahr? Mitwisserschaft einer strafbaren Handlung? Versicherungsschwindel? Oder haben Sie etwa Ihrer Versicherung den Unfall wahrheitsgemäß geschildert? Und hinzu kommt noch Erpressung... Oder Nötigung. Das macht für Sie unter Brüdern nicht unter 6 Monaten. Aber bitte? Der Michel hat Ihnen doch da was unterschreiben müssen, ha? Haben Sie den Wisch vielleicht bei sich? Weiß ich nicht. Dann sehen Sie nach. Yes, sir. Geben Sie her. Erklärung. Ich, Michel Hausburg, erkläre hiermit, dass ich nach eigenem Verschulden ohne Führerschein... Sie sind doch ein Miststück. Wissen Sie auch, dass ein Erpresser das Gemeinste ist, was rumläuft? Den Jungen damit in der Zange zu halten, bis er aus dem Dreck überhaupt nicht mehr rauskommt. Und die 300 Mark können Sie auch in den Kamin schreiben. Na, die haben Sie durch unsere Forellen längst wieder reingeholt. Aber ich warne euch. Wenn ich Sie oder den Michel noch einmal an unseren Teichen erwische, dann seid ihr fällig. Alle beide. So, jetzt fahren wir zurück zum Forellenhof. Mir langt's für heute. Morgen, Karl. Morgen, Jörg. Wird wieder ein schöner Tag, was? Ja. Ja. Großvater und ich. Weißt du, Forellen sollen ja manchmal ganz von alleine auf Wanderschaft gehen und sich mal die Stadt ansehen, ins Kino gehen. Und dann vergessen sie wiederzukommen. Schnapp schön weiter.